auf meinem Kanal. Heute ist der Freitag und heute ist Skincare Friday. Ich habe heute zusammen mit der Alina ein Kooperationsvideo, worauf ich mich so, so freue. Und zwar hier oben findet ihr ihren Kanal. Dort wird sie euch die besten Masken und die besten Waschlotionen sozusagen aus der Drogerie zeigen. Soweit ich das weiß, ich glaube sogar Waschlotionen, genau. Und ich möchte euch heute Cremes und zwei Waschelemente zeigen und Sprays, die ich aus dem DM habe, die wirklich so, so günstig sind, dass ich euch definitiv die ans Herz legen möchte. Seid ihr noch nicht Abonnent unserer Kanäle, dann tut das doch bitte ganz gerne. Alida und ich sind sehr, sehr eng befreundet und wir machen das so, so gerne mit euch zusammen. Wir haben halt letztens mal über Skincare gesprochen und sie ist halt unsere Maskenkönigin. Und daher habe ich gesagt, du Maskenkönigin, dann mach du doch einfach die Skincare-Abteilung und ich mache praktisch die ganzen Cremes und Primer und so, die ich aus dem DM habe, die wahnsinnig gut sind. Falls ihr euch für dieses Augen-Make-up interessiert, das kommt am Sonntag online und auch die Foundation, die ich dazu teste, die kommt nächste Woche online. Und abonniert auf jeden Fall sehr gerne unsere Kanäle, folgt uns auch gerne auf Instagram. Mein Name ist YouTube, Jenny What Else YouTube und ich hoffe, dass ihr da sehr, sehr gerne mal vorbeiguckt. Da zeige ich euch Produkte, diese Looks fotografiere ich ab und da könnt ihr dann auch praktisch mitbestimmen, ob ihr praktisch die auch sehen möchtet oder nicht. Und without further ado, ich glaube, wir gehen jetzt einfach weiter und wir schauen uns jetzt an, was meine Skincare DM Lieblinge sind. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Starten möchte ich mit einer Q10-Gruppe. Ich weiß, dass die Alida wahnsinnig gern die Augenpads nimmt. Ich habe die auch, ich habe nur gerade keine da, weil ich die letzten Tage so krasse Augenringe hatte, dass ich definitiv keine Chance hatte. Ich glaube, ich hätte da vier übereinander kleben können, wäre leider nichts gegangen. Tut mir leid, Alida, leider sind sie bei mir ausverkauft. Schickt mir doch einfach welche, meine Adresse hast du. Und ich möchte euch gerne eine Balea Q10-Reihe zeigen, die ich jeden Abend, also den ganzen Scheiß, den ich jetzt hier auf dem Tisch habe, habe ich tatsächlich aus meiner kleinen Primark Ariel-Tasche rausgezogen, weil das sind so Produkte, die ich jeden Tag mit in die Arbeit nehme, weil ich schminke mich natürlich auch ab in der Arbeit und tue Skincare machen und meine ganzen Cremes auftragen, weil ich einfach in der Nacht, ehrlich gesagt, nicht gerne geschminkt irgendwie auf der Couch sitze und meine Patientin versorge, das ist einfach Bullshit. Und ich zeige euch als allererstes die Balea Antifaltencreme Q10. Die ganzen Cremes kosten zwischen 2 und 4 Euro. Ich kann euch leider nicht ganz genau den Preis sagen, weil das ist jetzt schon die habe ich jetzt schon eine Woche etwa offen. Das ist so eine richtig gelblich-bananenfarbige Creme. Super, super feuchtigkeitsspendend. Ich liebe die. Strafft und stärkt. Da steht Balea Q10 Antifalten Tagescreme mit Da gibt es vielleicht auch eine Nachtcreme, müsste ich eigentlich mal gucken. Gibt ihre Haut neue Energie, Fältchen werden nachweislich gemildert, die Hautelastizität wird gesteigert. Sie fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an. Ich habe so, so tolle Ergebnisse damit. Also Antifaltenbildung ist nie zu spät. Also ihr habt praktisch ja einfach auch einen gewissen Feuchtigkeitshaushalt, den ihr in der Haut einfach erhalten solltet. Ihr solltet nicht nur viel trinken und anständig essen. Yes, McDonald's ist nicht healthy. Und praktisch einfach ein bisschen auf Skincare achten. Ich muss aber sagen, die Balea-Reihe ist super geil. Ihr seht ja praktisch von Alida und mir nur Sachen, die wir aus dem Drogeriebereich haben. Das heißt, ihr werdet da zu 90% tatsächlich Balea sehen, weil die Sachen auch für uns so zum Grabschen und zum Kaufen einfach so, so affordable ist. Also so einfach zu bezahlen. Das ist nur 2, 3 Euro. Das tut euch nicht weh. Wenn die Salbe euch nicht gut tut, dann benutzt sie als Bodylotion und gut ist. Dazu gibt es noch die Antifalten-Augencreme Q10. Ich finde das eine super, 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 super tolle Salbe, da ich creme mich praktisch erstmal unter den Augen und dann tue ich die so in tappenden Emotions praktisch einarbeiten und dann praktisch mache ich das restliche Zeug drumherum. Das ist eine ganz, ganz tolle Creme, kostet auch so 2, 3 Euro, wirklich super günstig, ist auch in der Standardlinie, das heißt, ich stelle euch jetzt keine Sachen vor, die Limited Edition sind, sondern sind tatsächlich vorhanden. Und dann dazu gibt es noch das Antifalten-Serum. Das ist im Prinzip dasselbe wie das hier, nur in einer sehr stärkeren, konzentrierteren Sache. Ich benutze das zum Beispiel sehr im Nachtdienst. Und wenn ich nach dem Nachtdienst mir die Zähne geputzt habe, meistens mache ich das bei meiner Patientin, weil ich sitze ja nun mal einfach im Auto, nehme ich dann diese Q10-Maske und trage die am Morgen auf und die da am Abend. Und das trage ich sowohl morgens wie auch abends, weil Jenny hat immer irgendwelche Gruften im Gesicht.
Und deswegen habe ich diese komplette Serie mir gesamt gekauft und bin schwer begeistert. Und wie gesagt, die Alida benutzt diese Augenpads. Sie sind auch mega, mega gut. Eine Salbe, beziehungsweise die ich auch als Primer häufig benutze, die jetzt übrigens schon halb leer ist, ist das Aqua mit Blaualgenextrakt Thermal-Feuchtigkeitscreme-Gel. Das ist mittlerweile aber die alte Verpackung. Die neue Verpackung sieht jetzt wieder etwas anderes aus. Es ist so ein bisschen mit Grün gemischt und so. Ein ganz, ganz toller, günstiger Primer, Leute. Das gibt eurer Haut Feuchtigkeit und es ist scheißegal, ob ihr trockene oder ölige Haut habt. Feuchtigkeit braucht jede Haut. Haut braucht immer Feuchtigkeit. Einmal, um diese Schüppchen da loszuwerden. Ich habe eine sehr gute Freundin, die leider sehr, sehr stark unter dieser trockenen Hautbildung leidet. Ich zum Beispiel habe ihr dann diese Salbe empfohlen und die war total geflasht. Also, ich glaube, die kostet 2,75 € oder so. Ich würde jetzt echt lügen, wenn sie mehr wie 4 € kostet. Auf jeden Fall gar nicht. Super, super tolles Produkt. Ihr seht praktisch, ich zeige euch auch den Inhalt. Das ist praktisch so eine bläulich-babyblaue Creme. Die brennt auch nicht. Also manchmal merkt ihr halt, dass wenn ihr das hier auftragt, dass irgendwie das was mit den Poren macht. Ich meine, sie ziehen sich zusammen wie so Mimosen, ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier drunter eine andere Tagescreme von einer anderen Marke und muss sagen, das ist auch ein sehr toll flawless Finish geworden. Aber diese Creme kann ich euch wahnsinnig empfehlen. Ihr seht auch immer, dass da drunter steht, Augenbereich Ausschlag ideal als Make-up-Grundlage. Und das steht zum Beispiel hier auch. Also alle Tagescremes von Balea könnt ihr auch als Primer benutzen. Leute, probiert's aus. Weil ich persönlich gebe keine 40, 50 € für einen Primer aus. Leute, das ist Bullshit. Kauft euch lieber eine geile Lidschattenpalette. Da könnt ihr von Biatch Cosmetics bis Urban Decay euch eine mal leisten. Weil wir sind alles Mädels. Wir wollen uns auch mal gönnen. Gönnt euch. Very important sentence. Hier steht's. Und die Skincare. Ich bin mir sicher, dass wenn wir zum Beispiel Produkte von Drunk Elephants, Origins oder wie heißt das? Yves Saint Laurent und wie sie nicht alle heißen, dass da bestimmt tolle Ingredients sind. Aber nicht jeder von uns kann sich für 100 € eine Salbe leisten. Leute, ich kann es auch nicht. Ich verdiene zwar volles Lohn und volles Geld, aber ich muss euch sagen, ich könnte mir das jetzt auch nicht leisten, ja. Weil wenn ich überlege, ich brauche ja nicht nur eine Tagescreme, ich brauche auch eine Nachtcreme, ich brauche auch den dementsprechenden Toner, ich brauche auch noch ein Waschgel. Das ist mir zu viel, muss ich sagen. Und deswegen kann ich euch das gerne empfehlen. Und ihr müsst immer schauen, hinten steht das ganz deutlich drauf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Seht ihr das? Hier unten steht ideal als Make-up-Unterlage. Diese Balea-Serie ist schon echt dahinter gekommen, dass Primer total die Trendprodukte sind, ja. Und ich habe euch hier auch genau drei Primer noch, die ich euch gerne vorstellen würde, die ich sogar in meiner Skincare benutze. Das ist kein Joke, weil die halt sehr feuchtigkeitsspendend sind und auch teilweise, wenn ich mal trockene Stellen habe, sehr dagegen gegenwirkt. Zum einen haben wir den fast leeren Alverde Hydro Primer. Alverde ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmarke. Ich finde halt zum Beispiel jemand, der Make-up liebt. Also Alverde hat super geile Lippenstifte, das kann ich euch sagen. Die Lippenstifte sind top, auch die gibt Glosse und so. Aber sie haben jetzt für mich als Marke so ein bisschen an Interesse verloren, weil ich lieber zum Beispiel mehr Geld ausgebe für etwas teurere Kosmetik, zum Beispiel mal 20 € für eine Salbe ausgebe. Ich zum Beispiel, ich unterstütze sehr, sehr gerne die Body Shop-Reihe, weil einfach der Body Shop auch tolle Aktionen macht, wie kämpft gegen Kosmetikherstellung, gegen Tierversuch und so. Ich sag's immer wieder, Leute, wenn ihr Produkte habt, die für euch funktionieren, das ist dann egal, ob die cruelty oder cruelty-free sind, weil ich verstehe das total. Ich habe zum Beispiel von Maybelline eines meiner liebsten Produkte und ich meine absolute Go-To-Foundation, die Estée Lauder Double Wear Foundation. Allerdings muss ich sagen, ich kaufe jetzt nicht in Massen davon. Ich habe jetzt eine einzige oder drei verschiedene Farben. Die halten mir dann 2, 3 Jahre oder 2 Jahre, weil ich wirklich die so selten benutze. Ich habe die jetzt ein halbes Jahr. Die ist auch null schlecht. Ich habe jetzt heute zum Beispiel eine LA Girl Pro Matte Foundation, wo eine Review für euch nächste Woche auch kommt. Die ist super schön. Also wenn ihr mich anguckt, total flawless, total geil, die Sachen aufzutragen. Mein Augen-Make-up ließ sich auch wahnsinnig gut auf dieser Foundation verblenden. Es ist einfach nicht cool, Tiere zu quälen, ihnen weh zu tun und irgendwie ihnen ihres Lebens zu berauben. Das ist scheißegal, ob Mäuse, Ratten oder sonst irgendwas. Deswegen
Kauft bewusst euer Make-up ein. Das ist ein ganz, ganz großer Appell an euch. Kauft bewusst ein. Schaut euch gerne mal die ganzen Videos an im YouTube. Da werdet ihr echt zum Veganer, kann ich euch sagen. Mir tut das sogar schon leid, dass ich Maybelline-Produkte praktisch gekauft habe, weil ich einfach die Qualität sehr gut finde. Aber ich muss sagen, ich habe Lippenstifte, Foundations. Aber zum Beispiel Sachen, die für meine Haut gut funktionieren, die kaufe ich. Aber ich kaufe jetzt zum Beispiel nicht sinnlose Sachen wie zum Beispiel Primer, Sprays oder so, die ich im laufenden Band neu kaufen müsste, weil ich die halt gut finde. Die Foundation zum Beispiel, das ist etwas, was ich benutze für meine Haut, aber das ist halt auch eine Base, das ist sehr wichtig. Und meine Lippenstifte sind schon eine Weile alt. Die sind jetzt, ich habe die auch im Rabatt gekauft und verdient ja die Firma auch nicht so arg viel, wenn ich halt 40% dafür bekomme. Ich liebe diese Maybelline-Lippenstifte, diese matten. Das sind meines Erachtens eines der schönsten Formulierungen, Leute, die ihr finden könnt. Niemand verbietet euch, auch solche Marken zu unterstützen. Auch diese Marken haben ein Recht zu existieren. Aber ich bitte einfach immer wieder darum, bewusster einzukaufen. Einfach nicht quer durch die L'Oreal-Theke zu gehen, nur weil da irgendein geiles Produkt ist. Kauft euch dann einfach nur eins. Kauft euch doch einfach zum Beispiel diese Shine, Shine, Shine Lippenstifte gab es neulich, die sehr, sehr gehypt waren. Die Alida hat zum Beispiel welche, die findet die mega gut. Aber kauft einfach bewusst ein, das ist sehr, sehr wichtig, das ist auch für unsere Umwelt sehr gut. Daher bin ich eigentlich super, super froh gewesen, dass zum Beispiel ich auch einen Hydro-Primer gefunden habe. Ich habe gesehen, von Smashbox gibt es einen ähnlichen Primer, aber der kostet halt 30 Euro, das ist halt schon gesponnen und das zahle ich nicht. Nee. Dann habe ich noch einen sehr, sehr guten Primer entdeckt und zwar den You Better Work Gym Proof Primer. Der hat sogar einen Sonnenschutz von 20 drin. Der hilft euch, wenn ihr unnormal trockene Stellen habt. Er riecht auch total angenehm. Das ist auch so ein Primer, der so eine bläuliche Verfärbung hat. Und zwar diskoloriert er ein bisschen eure Haut. Ich finde, er ebnet ein bisschen aus. Wenn ihr das so einarbeitet, seht ihr, dass es so sehr einebnet und säubert. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Primer. Er ist sehr fest. Er gibt auch eine sehr, sehr klebrige Unterlage. Den kriegt ihr gerade in der aktuellen größeren Essence-Theke und der ist wirklich super. Ich zeige euch den nochmal. Der kostet, glaube ich, 2,95 € und der ist super. Einen Primer, den ich jetzt neulich wieder aus meiner Schublade rausgekramt, das ist der Fresh and Fit Awake Primer. Dieser Primer enthält Vitaminkomplexe und Cranberry Water, was auch Vitamine in eurer Haut zurückgibt. Und zwar ist der Illuminating. Und Illuminating ist immer cool, wenn ihr praktisch fertig seid mit eurer Skincare und praktisch jetzt zum Beispiel noch kurz einkaufen geht. Dann trage ich zum Beispiel super, super gern diesen Illuminating Primer auf. Seht ihr das? Er gibt eurer Haut einen so unnormalen Glow, ohne dass ihr praktisch gehighlightet habt, wie jetzt zum Beispiel ich mit meinem Becker-Highlighter. Übrigens die Farbe Opal, ich liebe den. Das ist wirklich ein so, so toller Primer, den ich wirklich, den ich jetzt wegschmeiße, den ich euch so, so empfehlen kann, der wirklich super feuchtigkeitsspendend ist. Ihr könnt ihn unten drunter tragen, dann könnt ihr praktisch ein leichtes Make-up drauf tragen, dann kommt sogar noch diese Schimmerpartikel raus. Ansonsten ist es ein wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Ein Produkt, was jetzt ganz neu ist, was ich seit 1,5 Wochen etwa nur erst in der Benutzung habe und schon halb leer, ist das Aloe Creme Gel. Das ist auch praktisch ein Creme Gel, was zum Beispiel zum Auftragen nach einem Sonnenbad gelten soll. Also ihr könnt das euch in die Tasche schmeißen, wenn ihr zum Beispiel ins Soli geht, was ihr nicht zu oft machen sollt, das ist schlecht. Oder wenn ihr praktisch jetzt im Sommer, wenn jetzt anfängt langsam die Sommersonne rauskommt und die etwas stärker wird und ihr einfach zum Beispiel im Freibad liegt und euch sonnengebräunt macht, ja, dann könnt ihr diesen Primer benutzen, um praktisch nochmal auf die Haut zu geben. Er ist auf meiner Haut sogar öleinschränkend. Das heißt, wenn ihr den auftragt, habt ihr das Gefühl, der mattiert sogar, was ich enorm cool finde. Das ist ein limitiertes Produkt, Leute. Wenn ihr die Firma unterstützen wollt, dass dieses Produkt auch bleibt und ihr findet das geil, dann kauft euch mal ein, zwei Backups, weil umso mehr Leute das machen, umso mehr reagiert Balea auch sehr, sehr häufig darauf, dass praktisch dieses Produkt auch in der permanenten Reihe bleibt. Ich finde das richtig, richtig gut. Und zwei Waschelemente, die ich jetzt praktisch noch reinschmeißen möchte, die ich wirklich sehr häufig benutzt, ist die sanfte Waschcreme mit wertvollem Mandelöl. Das ist jetzt eine neue Packung. Das ist jetzt auch so ein neues Packaging. Schaut mal, ich finde das richtig hübsch. Also, das ist so richtig girly geworden, so richtig schön in Batik-Optik, ein paar Bubbles da drauf. Wie gesagt,
Dadurch, dass es eine Waschcreme ist, habe ich noch in die Abteilung Creme mit reingenommen. Das ist wirklich eine Konsistenz. Das sieht auch aus wie so eine Creme. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, da kommt so ein kleines Wuschle raus. Und das ist wirklich so, so toll. Es sieht so, so pflegend auf der Haut aus. Ihr wascht praktisch, ihr kriegt das ganze Make-up ab. Ich habe euch gleich noch eine Packung Tücher, die ich euch super empfehlen kann, die ich in der Nacht auch benutze in der Kombination. Und zwar aus derselben Reihe benutze ich gern diese pflegenden Reinigungstücher. Die habe ich euch schon in den Favoriten und in den Hauls vorgestellt. Das sind pflegende Reinigungstücher 3 in 1, reinigen, klären. Die sind ohne Ethanol, ohne Alkohol, ohne alles. Damit trage ich, also meine Skincare läuft halt so ab, ich trage mir erstmal meine Augenbrauen. Alles, was aufgemalt ist und irgendwie aufgespachtelt, trage ich erstmal ganz grob ab, wasche mir dann damit das Gesicht und dann fange ich an, Augencremes aufzutragen und so weiter. Es ist so important, ja, dass ihr praktisch solche Steps macht, weil wenn ihr Make-up tragt, Leute, müsst ihr eurer Haut auch Benefits zurückgeben. Es ist so, so schwierig, wenn ihr praktisch eurer Haut keine Qualität zurückgibt. Das heißt, ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen auch was gegen Falten. Leute, wenn ihr 25, 20 Jahre alt seid, könnt ihr auch schon Q10 benutzen. Das schadet eurer Haut überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie wird es euch danken. Ich bin jetzt bald 30 und ich finde jetzt nicht, dass ich so, so scheiße aussehe. Also scheint ja diese Balea-Reihe mir ganz gut zu tun. Und was ich jetzt auch schon nachgekauft habe, ist diese Maske. Und das ist jetzt auch in so einer Cremeform. Deswegen, sorry, Alida, ich muss die jetzt nochmal reinnehmen. Ich weiß, glaube ich, dass, ich weiß nicht, ob sie die hat. Das ist eine Matcha-Detox-Masse. Absorbiert intensiv Öl und Schmutz. Diese Maske, Leute, trage ich nach jeder verkackten Nachtschicht auf. Garnier ist auch eine Firma, die jetzt, sage ich mal, im Großen und Ganzen nicht cruelty-free arbeitet, muss aber sagen, dass sie im Großen und Ganzen die krasseste, coolste Qualität hat. Ich habe zum Beispiel geile Micellenwasser, wo ich aber denke, dass die Alina auch darauf eingehen wird. Also geht auf jeden Fall auf ihre Video und schaut danach. Garnier ist halt eine Firma, wo ich genauso sagen muss, da funktionieren die Produkte. Also ganz unabgesehen davon, ob die jetzt cruelty-free arbeiten oder nicht, ist es einfach eine Maske, die ist so gut. Also die kostet 4,95. Die ist ein bisschen more pricey als die anderen Sachen, die ich euch vorgestellt habe. Aber es ist wirklich der Hammer. Die nimmt mir so den Dreck aus der Haut. Also ich mache ja wirklich, ich komme nach Hause, ich habe morgens gar keine Schminke mehr drauf. Meistens nicht. Nur jetzt nach der Zeit muss ich jetzt zum Beispiel mein Make-up mal testen am nächsten Tag. Das ist der absolute Shit, Leute. Ihr habt die grüne Maske drauf und ihr fühlt richtig, wie eure Haut mit dieser Maske arbeitet. Ihr wascht es ab und ihr habt danach eine absolut weiche Haut. Und ich habe, wie gesagt, das ja schon nachgekauft. Das ist so eine richtig. Das ist, die riecht auch ganz, ganz toll nach grüner Tee. Also die ist richtig grün. Die lässt sich einarbeiten. Ich weiß gar nicht. Ob ich, wasche ich die jetzt ab? Ja, ich glaube, die wasche ich ab. Wo steht's? Anwendung. Also, die soll man auf jeden Fall 10 Minuten einwirken lassen. Und dann, genau, und damit was. Und damit war. Fenster ist zugegangen. Und damit Wasser abwaschen. Ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher. Weil ich gehe immer danach duschen. Deswegen war ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Also, die wascht ihr einfach danach ab. Wenn ihr zum Beispiel einen Job habt, wo ihr praktisch jetzt nachmittags nach Hause kommt, dann tragt die doch einfach auf, geht dann einfach eh duschen, weil normalerweise duscht man sich ja nach der Arbeit. Das mache ich eigentlich immer so, weil nach der Nachtschicht ich auch komplett meiner Kleidung mich entledigen möchte bezüglich der Keime und so. Deswegen, furchtbar. Und das letzte Produkt, bevor ich keine Luft mehr bekomme, ist das Tint Perfection Fixing Spray. Ich liebe es. Ihr nehmt dieses Spray, das übrigens nur 2,25 € kostet. Tragt es über eure Haut auf und dann, extra wie ihr seid, weil ihr meinen Kanal guckt, wedelt ihr euch dieses Produkt rein. Jetzt tut übrigens mein Lipplumper gerade total aufheizen. Oh. Und ihr arbeitet das praktisch in die Haut ein. Das ist das geilste Setting Spray aus der Drogerie, was ihr kaufen könnt. Scheißt auf Maybelline, L'Oreal oder sonst irgendwelche Fitting-Fixing-Sprays. Ich habe aus absolut erster Quelle, weil ich es alles schon getestet habe, kann ich euch sagen, dass auch meine krassesten Looks, die ich zum Beispiel zur Glow gemacht habe, nur mit diesen fixiert wurden. Und darunter habe ich entweder das Mario Badescu genommen, was ich super übrigens so, so gut finde, oder das Kokosnuss Fix Plus
Von MAC, das ist auch eine Marke, wo ich zwei Produkte extrem mag, das sind die Highlighter. Jetzt zum Beispiel würde ich so gerne Patrick Stars Collection kaufen, die ich glaube, nur in Amerika bekommen kann. Da hoffe ich natürlich, dass das mal hier rüber wandert, dass ich diese neue Floral Obsession Reihe auch kaufen kann. Ich hätte ja auch gerne dieses Patrick's Powder. Da wird auch noch eine Beauty Wishlist und ein Anti-Haul kommen. Da arbeite ich jetzt schon dran. Aber jede Woche kommen so viele neue Produkte raus, wo ich denke, oh mein Gott. Und auf jeden Fall, dieses Produkt ist super. Wie ihr seht an der ganzen Reihe, die ich euch gezeigt habe, meine absoluten Favorites sind diese Pöttchen von Balea. Ich habe Skincare dieses Jahr so ernst genommen und auch schon letztes Jahr. Umso mehr Make-up ihr tragt, das heißt auch eine ganz normale Base, ja, geht nicht damit schlafen. Also bei mir ist es was anderes. Ich bin halt die ganze Nacht wach. Das heißt, ich bin in der Arbeit. Das heißt, ich möchte einfach für mein Selbstwertgefühl mich schon nicht so schlecht fühlen. Ihr müsst überlegen, ich trage dafür den ganzen Tag kein Make-up, sondern ich trage dafür ja nur in der Nacht das Make-up. Für die Haut macht es ehrlich gesagt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt nachts kein Make-up trage oder tags, weil es sind so oder so dann 12 Stunden. Wenn es mir zu viel wird, dann trage ich das alles ab. Wie gesagt, diese ganzen Sachen wandern ja auch immer in meiner Tasche rum. Das heißt, ich habe hier nie irgendwie nichts dabei. Ich hoffe, dass euch das zeigt, dass einfach das Make-up runtermachen und die Pflege der Haut eines der größten Elemente einer jeglichen wunderschönen Make-up-Routine ist. Ich kann euch zeigen, schön, ich kann euch wunderschöne Looks schminken. Aber es ist nichts wert, meine Lieben, wenn ihr nicht auf eure Haut achtet. Eure Haut ist euer größtes Organ, was ihr habt. Das Schönste, was ihr zu bieten habt, was euch Gott geschenkt hat. Und ihr müsst einfach schauen, dass ihr wirklich darauf aufpasst. Wascht sie, macht sie sauber, cremt sie ein, seid ganz behutsam auch zu euren Haaren zum Beispiel. Kauft auch mal ein bisschen teurere Produkte. Ich, wie gesagt, brauche das nicht, weil ich alles von Balea gefunden habe und dem DM. Es kommen auch so tolle Produkte jetzt für den Sonnenschutz raus, die ich übrigens alle empfehlen kann. Ich habe zum Beispiel momentan benutze ich gerade ein UV-Schutz-Shampoo von Balea, von der Marke. Und wartet mal, ich habe so ein Spray hier. Genau, ich habe nämlich hier dieses Sonnenschutzspray von Balea. Das riecht so geil nach Kokosnuss. Und Leute, ich war in Kroatien Urlaub und ich habe nur diese UV-Reihe getragen. Da gibt es jetzt ein Shampoo von. Da wird es auch demnächst eine Gesichtssalbe für geben. Also wo ihr auch richtig viel UV-Schutz drin habt. Leute, es gibt wirklich nichts Wichtigeres. Wenn ihr ein Make-up-Lover seid wie ich, dann seid auch ein Lover eurer Haut und vor allen Dingen ein Liebhaber von der Alida. Weil Alida und ich möchten dieses Jahr beide 1000 Abonnenten knacken. Und wir sind beide so, so bemüht, euch schöne Videos hochzuladen, ehrlich zu sein. Also mich gibt es nur in ehrlich, mich gibt es nicht in Fake. Und wenn etwas scheiße ist, dann etwas scheiße und nicht ein bisschen schlecht. Und in dem Sinne möchte ich euch ganz, 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 ganz danken für eure Zeit, für die knapp 30 Minuten, die wir miteinander verbracht haben. Und ich hoffe, ihr schaut euch einfach mal im DM um und habt wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen für dieses Video da und abonniert den sehr gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Süßen, am Sonntag.